Manchmal lohnt es sich, nachzufragen. Hier hätte ich beinahe gedacht, das wäre ein Marketing-Gag. Da steckt viel mehr dahinter. Bei mir ist jetzt Raphael Hohstetter von Roboy. Ganz genau. Schaut auf den ersten Blick ein bisschen aus wie ein Spielzeug, scheint mir aber keins zu sein, wenn man reinschaut. Was ist es und wozu haben Sie den gebaut? Alles klar. Roboy ist ein humanoider Roboter, wo es darum geht, zu verstehen, wie der menschliche Körper funktioniert. Das heißt, wir haben Muskeln und Sehnen anstatt Motoren in den Gelenken. Das hat viele Vorteile, wenn es zum Beispiel darum geht, Mensch-Maschinen-Interaktionen vorwärts zu bringen, weil diese Systeme völlig transparent sind. Das heißt, man kann sehr einfach mit ihnen arbeiten, sie modellieren und sich an sehr viele Interaktionsmuster zwischen Mensch und der Maschine halten. Das Roboy-Projekt ist erstmal ein Grundlagenforschungsprojekt, wo es darum geht, eben solche Systeme zu bauen, die den menschlichen Körper imitieren, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir da ankommen, dass sie sozusagen Roboter bauen, die so gut sind wie der menschliche Körper. Das ist deswegen ein besonders gutes Ziel, weil der Mensch natürlich ein wahnsinnig guter Roboter ist. Wenn man sich mal aus Robotics-Perspektive anschaut, wie schnell, wie dynamisch, wie geräuschfrei, wie super wir mit einer völlig chaotischen Welt interagieren können, ist das natürlich der Mensch ein ideales Vorbild. Wir reparieren uns sogar selbst. So, und deswegen versuchen wir Schritt für Schritt dahin zu kommen, dass wir diesen Roboter eben weiterentwickeln, bis er genauso gut ist wie der menschliche Körper. Was das Projekt sehr speziell macht, ist, es ist ein Non-Profit. Wir arbeiten mit Kollaborationen, mit Firmen, mit Partnern zusammen, deren Technologien wir in unserem Roboter auch verbauen. Und das ganze Projekt ist quelloffen. Das ist ein Open Source. Man kann auf unsere Webseite gehen, roboy.org, und kann sich die Daten runterladen, kann sich die Fusion-Modelle runterladen. Und es gibt echt eine ganze Menge interessanter Aspekte. Zum Beispiel ist unsere Hüfte mit generativem Design entwickelt. Das heißt, wir entwickeln das nicht mehr im CAD ganz klassisch, dass wir eben das modellieren, sondern wir definieren nur noch die Einschränkungen, wo welche Kräfte angreifen, wie viel Platz ich habe, wo ich Platz freilassen muss, weil da Motoren hinkommen. Und die Software generiert uns dann automatisch Vorschläge, wie das Teil aussehen könnte. Und so haben wir ein Bauteil, was die kompletten Kräfte des Roboters in sich vereint, und der Roboter ist immerhin 80 Kilo schwer, das nur 800 Gramm wiegt. Das ist wahnsinnig interessant für uns. Wir glauben das durchaus, dass das sehr viel Zukunft hat. Ist das auch so ein bisschen der Grund dafür, dass wir hier am Stand von Autodesk sind? Quasi ist das einer der Partner, nur dass ich einordnen kann, warum Sie genau hier sind. Ja, genau. Zum einen sind wir eben ein Early Adopter von Autodesk generativem Design. Das heißt, das gibt es jetzt auch erst seit neuestem in Autodesk Fusion 360 überhaupt integriert. Wir hatten da so eine Art Preview und konnten damit schon arbeiten. Und was echt interessant ist, diese Hüfte ist innerhalb von weniger als einer Woche entstanden. Also wir haben quasi 3 Tage modelliert, einen Tag dann zum Druck geschickt und am 5. Tag haben wir es eingebaut.